Herzlich willkommen zu einer Folge hier in auf dem Arsch. Wir düngen jetzt Feld Nummer 3. Und da drin ist, das sollen wir ganz kurz den Kurs berechnen. Dann müssen wir noch auf Feld Nummer 13. Das werden wir mit einem Fahrzeug machen. Der ist aktuell bei. Haben wir noch einen zweiten gehabt? Der sollte ja 2 und die 15. Geht ja nicht mehr. Der ist jetzt da. Hier ist der Main. Ja. Hier ist kein Fahrzeug. Der flüchtet gerade. Sehr schön. Ja, dann. Der ist fast fertig. Da müsste auch noch gedüngt werden. Oder das ist Gras, ne? Ja. Muss ich gucken. Wir gehen mal kurz zum BGH. Ja. Das muss ich kurz überlegen, und zwar brauchen wir ein bisschen Silage auf. Dann machen wir das kurz voll. Dann fahren wir gleich in Mischfabrik und holen das Silage für ja Dinge voll machen, ne? Dass wir hier so einen Loop kriegen und dann gleichzeitig den können wir sowieso nicht reinfahren, unser aber der Rot ist ja im Hof. Gut, dann kann ich mehr. Wenn man kurz also schön noch auf Dings rauf, auf dem Förderband. Macht aber nichts. Nur jetzt vorne schalten und dann abkoppeln. Und hinten ist voll. So, den werden wir jetzt fahren zum Hof. Und gleich einfüllen bei uns ins Lager für Mischverdrehen. Natürlich nicht. Wir fahren jetzt mit 1 in Geschwindigkeit, weil wir wollen ja ein bisschen was schaffen heute. Heute muss gedüngt werden. Alles. Es soll noch geflügt werden. 2 Felder. Dann kriegen die Schweine was zu fressen und die Kühe auch. Das ist natürlich auch alles so, ne? Dass morgen wird mit Gras losgehen. Ach, ihr könnt das heller machen, also ja. Taglichchen, ne? Dunkel ist ja auch so ein Mist. Können wir ja um 7 Uhr oder ins Helle ist, nicht her. Gemütlich weitermachen, ne? Und den kippen wir jetzt rein in die Mischfabrik und so, der erste ist fertig, das ist gut, den machen wir gleich. Dann gehen wir gleich rüber, da geht ja leider nicht, ne? 25. Denn gerade. Lohnzahl! Gibt's hier auch noch, ne? Eine Klappe ist gut.
So. Ah, ich komme. So, da sind wir. Nächste Feld. Berechnen. So. Kursgenerierung. 25. Mal schnell. Und einstellen. So, der arbeitet. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Ich glaube nicht. Ganz kurz gucken. Na, das funktioniert noch nicht, das ist noch nicht gewachsen. Dann macht das keinen Sinn. Dann muss man da warten. So, hier will man arbeiten. Da geht's nicht. Da auch Gras. Wo habe ich das noch? Ne? Ach, Gerste. Gut, dann fahren wir dahin, ne? Dann fahren wir dahin. So, wir kurz hinten einklappen. Dann geht's. Jetzt können wir mal langsam machen. Das ist ein heller geworden. Jetzt noch 19 und düngen da. Müssen wir ein bisschen warten, bis es entsprechend im Laufe des Tages wächst. Wie gesagt, es sieht nur so aus, als wenn es hier mit 3 Tagen eng wird. Ne? Gerade Gras düngen und so, das hat nicht geklappt, weil da noch erster Frost war. Und beim zweiten Tag war das schon zu spät. Also 6 Tage. Leider. Gut, in der Marsch macht es auch irgendwann Sinn, aber wir werden mal sehen, dass dieses Jahr nochmal voll. Naja, müssen wir jetzt ja durchziehen, ne? Aber im nächsten Jahr im Winter und auch nicht wachsen, wenn man ein bisschen warten kann. Das ist halt auch ungünstig, ne? Und haben wir spät ausgepflanzt und jetzt da ist ein blauer LKW. So, Silage. Dünger. Immer verkaufen wir Kartoffeln hier, ne? Kartoffeln verkaufen, das ist auch ganz wichtig, dass wir Geld kriegen. Wir haben ja so wenig. So, Kartoffeln. Und bestätigen. Synchronisieren. Hat da einer was gekauft? Raps? Diesel? Kraftstoff? Ja. Das ist ein ganz komischer Begriff. Baumwolle? Ja, da brauche ich sehr gut Baumwolle. Ne? Schweinefutter, Kartoffel, Dünge. Raps ist weg. Der Raps ist weg. Hat er gekauft. Also wenn ich auf dem Marsch keinen Erfolg haben. Dünger vielleicht ja, weil Dünger genug vorhanden ist, aber das andere wird Pech haben, ne? Der Dünger wäre voll. Ja, kann den nicht erkennen. Ja, die Aussaat wird noch nicht gehen, das wird noch zu kalt sein. Aber Mais geht natürlich noch nicht. Ich will nur mal pflügen und den Rest düngen. Ne? Sobald 2 und die 19 geht, geht da auch los. So, jetzt haben wir einmal Raps. Hat er gekauft, ne? Dann muss man sehen, ob wir was nachschieben. Ne? Er braucht doch so einen Raps. Und für Dünger, für Diesel, Kraftstoff oder so. Ja, das kann mir ja egal sein, ne? Hauptsache wir kriegen unser Geld, alles andere ist wurscht. Gibt doch mehr Kartoffeln drin, ne? Kartoffelschnapp, Wodka könnten wir herstellen. 209.000.
So, wir machen die Tiere, können wir gleich mal gucken nebenbei. Ja, Schweinestall. Bis auf Sauberkeit passt das noch. Hier 90, also ja. Hier haben wir irgendwie ein Problem mit unseren Schweinen. Die sind ja sowas von fleißig in der Vermehrung. Und die sind ja. Ja. Wie 0,1 Jahre alt. Ach, nächstes. Ach du dicke Neune. Die sind schon so weit. Also, die müssen Schweine verkaufen. Nützt auch nichts. Können wir nicht so. Das geht nicht. Normalerweise macht man es ja nicht. Aber 120 Kilo ist also schon. Dann müssen wir zum Schlachthof. Oh, da haben wir doch Stress. Stress. Brauche ich einen anderen Transporter. Mehr aufgeht. So, haben wir jetzt hier. Das wird der Hammer jetzt, nur noch Schweine verkaufen. Beziehungsweise zum Schlachthof bringen. Ja, da haben wir was zu tun. Also reichlich. Ja, mit dem globalen Markt hätten wir mit dem Frühjahr dran können, hätten wir im Winter verkaufen können, ne? Aber man ist immerhin der Schlauer. So einer ist fertig, ich glaube der. Der ist der mit Düngerfahrzeug. Hauen wir noch ein bisschen mit rein. Kartoffeln. Bevor sie uns schlecht werden hier im Lager. Letzte Fuhre, noch ein Hänger und noch Rest und geht los. So, dann ist der fertig. 13 rüber. Wenn aber steht. Das steht noch nichts. Wunderbar. Warte mal. Warten wir halt ein bisschen, ne? So. Hier für den Rest. Topfen. Gut. Das ist ja eh ein Rest. So. Ja, die Ränder ist normal. Das ist, da müssen wir kurz nacharbeiten. Das haben die Flüge so an sich. So. Müssten wir eigentlich hier so einen Autokurs oder Kaufkurs machen für mit Cosplay. Aber nicht gerade ein LKW, weil der ziemlich klob ist, ne? Dann können wir den ganzen, was wir so haben, einen Schwung reinfahren, ne? Und dann mit einem Schlag verkaufen. Muss ich mal kurz überlegen. Beziehungsweise schauen. Bei Gelegenheit mal hinkriegen, ne?
Oh. Zeit vergeht. So, kann man gleich verkaufen. Verkauft. Den Kohle ist hier. Baumwolle, Kartoffeln. Ja. Zu dem Preis. Ja, Dünger. Gerste. Gut, kann ich jetzt hier nicht gebrauchen. Doch. Ich kaufe ein bisschen Gerste. Kaufen. Ne, also so viel kaufen wir nicht. So, minimal, das sind 1000, 70.000 knapp. Quatsch. Jetzt haben wir das drinne. Ah, jetzt verstehe ich, was ich gemeint ist. Und dann brauchen wir ein bisschen Weizen. So, na, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Weizen. Haben wir keinen Weizen da? Oh. Hallo, hallo Welt, ich brauche Weizen. Dann kaufen wir noch ein bisschen Gerste. Und zwar minimal und dann 70.000. Weil wir gerade so viel reinkriegen, ne? Das ist weg. War es zu spät. Saatgut, Kalk, Dünger, ja. Sehr gut, da haben wir 70.000 gekriegt. Können wir das Ding nochmal einlagern und später einen Weizenhammer zu kriegen. Brauerei. Beliefern, ne? Alter, der Keil. Die Kurve zu eng genommen. Wollte hier zum Dings hier. Zum Rausholen. Kommt die Gerste? Woher kommt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Immer tschüss, auf die Gimke. Ich sehe gerade Zeit abgelaufen. Tja, wir gehen gleich weiter mit nächsten Aufgaben. Tschüss. Denke ich mal, ne?